Natürlich, liebe Geschwister, wir sehen die Djinn nicht. Allah hat sie für uns unsichtbar gemacht. Deswegen manchmal kommt einer zu dir und sagt, Wallahi, ich habe diesen Djinn gesehen. Dann sagen wir ihm, du hast zu viel Wahi getrunken. Das ist nicht gut bekommen. Oder er sagt, Wallahi, ich sah genauso aus wie ein Djinn. Dann sagen wir, deine Freundin hat sich heute nicht geschminkt. Aber wir können die Djinn nicht sehen. Niemals. Wer hat das bestätigt? Allah Azza wa Jalla. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythum. Er sieht euch, er und seine Nachkommenschaft, bedeutet ihr dies, von wo ihr sie nicht seht. Was bedeutet das? Dass wir sie sehen können oder nicht? Nein. Wir können einen Djinn nicht sehen in seiner ursprünglichen Gestalt. Aber die Djinn verwandeln sich. In welche Tiere können sie sich verwandeln? In was merken? In was? In welche Tiere? Na, in eine Schlange. Was noch? Schlange haben wir? Hund? Welcher Hund? Schwarze. Was noch? Katze. Aber schwarze Katze. In diesen Tieren können sie sich verwandeln. Deswegen siehst du manchmal, wenn du ein Bärtiger bist, ein Hund von drüben sieht er dich, von 2 Kilometern. Und der geht schon in Kampfposition. Hier weißt du, Jimmy ist unterwegs, da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Das heißt, du musst unterscheiden zwischen der ursprünglichen Gestalt und der tatsächlichen Gestalt.